Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute wieder aus dem Funtime in München. Und heute haben wir wieder ein Elternteil getroffen. Und heute stellt mal Nico die Fragen. Schauen wir mal, wie das ablaufen wird. Genau, heute bin ich in diesem Segment der Praktikant, habe mein erstes Interview. Da würden wir gleich loslegen, wenn Sie sich mal kurz vorstellen können. Tobias. Tobias. Hi. Mit wem sind Sie heute da? Wir können uns duzen, glaube ich. Ah, okay, sehr gut. Wie heißt du? Nico. Hi. Tobias, mit wem bist du heute da? Ich bin mit dem Johann da, der ist eigentlich noch kein Yu-Gi-Oh!-Spieler. Wir sammeln eher Fußballkarten und der Anton, der ist aber schon mittendrin jetzt. Der hat seit ein paar Wochen, ist er Yu-Gi-Oh! Und genau, da sind wir heute gekommen. Eigentlich waren wir beim... hatte ich im Netz gesehen, dass da so ein Anime-Treffen ist und da waren wir erst und die haben dann gesagt, da können wir nicht zuschauen beim Yu-Gi-Oh!-Turnier. Da musste man angemeldet sein und die haben uns den Tipp gegeben, dass wir hierher kommen sollen. Dann wären wir gleich bei der nächsten Frage. Also aus dem Internet hast du herausgefunden, dass hier gespielt wird, oder? Ja, genau. Ich hatte, weil der Anton eben gerne, der hat halt zwei Freunde, mit denen er spielt, aber er wollte auch gerne mal mit verschiedenen Leuten spielen. Und dann habe ich einfach mal geguckt, ob es in München nicht irgendwie einen Club gibt oder irgendeine Möglichkeit. Und so sind wir drauf gekommen, ja. Und wie gefällt es dir hier? Und würdest du zukünftig auch mit deinen Kindern hierher kommen oder würdest du die auch mit Freunden zum Beispiel hier spielen lassen? Also ich selber spiele ja nicht Yu-Gi-Oh! Ich weiß auch nicht, ob ich damit anfange. Ich glaube eher nicht, aber mir gefällt es gut, dass das so offen ist hier. Und dass man sofort, also ich meine, wir sind gekommen, wir haben gefragt, ob wir uns dazusetzen dürfen, war kein Problem. Offenbar spricht man hier die gleiche Sprache irgendwie und ja, das hat mir gut gefallen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, wenn er jetzt da Blut leckt irgendwie, dass wir da öfter mal kommen. Aber es sieht ehrlich gesagt so aus. Sehr schön, genau. Wie ist es, sage ich mal, haben die in der Schule gespielt oder zu Hause und jetzt, sage ich mal, will man mehr Turniere spielen, tauschen und... Ja, Johann, wie ist der Anton dazugekommen? Ist, glaube ich, übers Tauschen dazugekommen, oder? Mangas. Genau, er hat Mangas gelesen, mhm. Weil wir halt zu Hause ziemlich viel Comics haben und gerne Comics lesen, die Kinder alle, ich auch, und dann hat er sich in der Bücherei Mangas ausgeliehen und darüber ist er auf die Yu-Gi-Oh!-Story überhaupt gekommen. Dann hat er die ersten Karten hat er mal geschenkt bekommen, oder? Ja, die hat er mal geschenkt bekommen, dann angefangen zu sammeln. Jetzt hat er so, ich kann es ja nicht beurteilen, was für ein Deck und so, also ich kann es nicht richtig einschätzen, aber er hat jetzt auch zum Geburtstag dann Karten bekommen und genau, so hat es jetzt angefangen und jetzt war es halt einfach so, dass in der Schule, in der Klasse spielen gar nicht so viel Yu-Gi-Oh! Ich hatte auch den Eindruck, dass eigentlich die Hochzeit schon vorbei ist, so. Also ich glaube so vor 15 Jahren sowas war noch mehr los, aber keine Ahnung, aber dann haben wir einfach mal geguckt, dass wir das ein bisschen für ihn erweitern, weil es halt, ja, es macht ihm wahnsinnig Spaß, er weiß unheimlich viel innerhalb kürzester Zeit, was ich immer klasse finde bei so Geschichten, weil ja Geschichten dranhängen. Ich finde auch selber Geschichten einfach immer wichtig und cool, dass was mit dranhängt. Und hat innerhalb von ganz kurzer Zeit, wie ich glaube, relativ viel Wissen da angesammelt und dann muss das ja irgendwo in Austausch kommen. Ja? Das ist ja ein Spiel, was in Austausch kommen muss. Ja? Genau, bezüglich dem Wissen, wissen Sie da was, sag ich mal, über die über das Regelwerk, über die Strategien und so weiter, weil das ja doch, sag ich mal, nicht so einfach ist, weil es auch viele ältere spielen. Da gibt es ja auch zum Beispiel eine deutsche Meisterschaft, eine europäische Meisterschaft, sogar eine Weltmeisterschaft. Wissen Sie davon was oder? Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nur eine Ahnung davon, dass es ein richtiger Sport ist sozusagen oder dass man es auf richtig auch komplex spielen kann. Wir haben dann auf YouTube mal geschaut, ob man jemanden zuschauen kann. Dabei haben wir dann auch mal so irgendwie den Weltmeister oder so bei Stefan Raab gesehen. Gibt es irgendwie so ein YouTube-Video und so. Ja. Da haben wir das halt dann mal so gesehen und da haben wir halt so gesehen, dass das halt auch ein richtiger... Also irgendwie, dass es ja tausende von Karten gibt offenbar oder hunderte von Karten jedenfalls. Und ich kapiere es ehrlich gesagt nicht wirklich, was mit den Monsterkarten. Und jetzt hat er irgendwelche, was hat er, die drei, die man eigentlich gar nicht einsetzen darf, Johann? Die Götterkarten hat er sich gewünscht und so weiter. Aber ich habe eine Ahnung davon. Ich muss das ja auch nicht alles genauso spielen wie er. Ich beschäftige mich mit anderen Sachen, aber man versteht relativ schnell, wenn man so sieht, wie er drüber redet und wie er da eintaucht, dass das was ist, was auf hohem Niveau auch sozusagen gespielt werden kann. Ja.
Was sagen Sie zu der Preisentwicklung, also wegen Karten kaufen und so weiter? Was ist Ihre Meinung dazu? Nein, kann ich ehrlich gesagt nichts sagen dazu, weil ich keinen Vergleich habe. Also er hat wirklich vor, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so oder 10 Wochen angefangen. Mhm. Deswegen kann ich das echt nicht sagen. Ich finde, ich war erstaunt, also ich habe viele schon früher auch Sachen sammeln über eBay verkauft, gekauft. Und deswegen hat man ja so ein bisschen Gespür dafür, dass man gleich merkt, hoppla, da ist ein Markt, der irgendwie offenbar hochpreisig ist zum Teil, ja, auch mit Schwarzmarkt, auch mit, also oder beziehungsweise mit Fälschungen und so weiter. Das sieht man ja dann gleich, wenn irgendwo Fälschungen unterwegs sind, müssen dann die Originale offenbar wertvoll sein. Aber wie jetzt sozusagen, wenn ich jetzt hier im Laden bei Funtainment was neu kaufe, ob das jetzt viel teurer ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es insgesamt, scheint es mir ein schon relativ teuer zu sein, wenn man sozusagen da neue Sachen kaufen will. Aber Gott, ich meine, wenn er irgendwie Skifahren geht oder so, braucht er auch Zeug. Und sein Bruder, sein älterer Bruder spielt Hockey, das ist auch teuer. Ja, Hockey habe ich auch früher gespielt. Ja? Hier in München? Wo denn? Wir haben ja gerade den Preis angesprochen, also wie sieht es aus? Muss er alles selber bezahlen? Wird es vom Taschengeld abgezogen oder wird er da ein bisschen unterstützt? Wird unterstützt. Wird total unterstützt, weil wir machen das mit dem Taschengeld so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen schlampig. Wir zahlen es nicht total regelmäßig und dafür muss er und dafür muss er aber auch also nicht. Also wie das Gehalt. Das Gehalt, genau. Ne? Dafür muss er aber auch nicht muss er auch nicht alles zahlen. Irgendwie, wenn. Er hat jetzt viel zum Geburtstag bekommen, da hat er sich eigentlich auch von seinen Freunden dann Yu-Gi-Oh! Karten gewünscht. Mhm. Und er kriegt dann auch mal welche, einfach auch mal so zusätzlich. Aber im Prinzip, ja, also eigentlich sollte es so sein, sozusagen, dass er das auch ein bisschen Gespür selber dafür bekommt, was das halt kostet, dass das jetzt nicht auf Bäumen wächst irgendwie. Aber ja, das ist ihm jetzt wichtig irgendwie und dann finde ich, kann er auch, also so wie wir auch Bücher kaufen oder andere Sachen, kann man auch mal Karten kaufen. So, eine letzte Frage hätte ich noch. Wenn jetzt ein größeres Turnier außerhalb von München anstehen würde, zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft in Frankfurt oder so, wären Sie da bereit, mit Ihren Kindern hinzufahren? Oder würden Sie sagen, nee, das ist dann doch zu weit, das ist zu viel fürs Hobby. Das reicht aus, wenn die samstags oder freitags oder unter der Woche hier zum Laden kommen. Würden wir schon machen. Also jetzt ist er am Anfang und vielleicht verliert er auch wieder das Interesse, aber sagen wir mal, was den Kindern irgendwie als, also wenn ihnen eine Sache wichtig ist, dann unterstützen wir das auch. Weil wie gesagt, sein Bruder, der fährt mit Hockey durch die Gegend bis nach Holland und das unterstützen wir auch. Und wenn das ihm wichtig ist und das sein Ding ist irgendwie, dann würden wir da auch irgendwo hinfahren. Okay. Ja. Hast du noch eine Frage, Tati? Oder? Nee, eigentlich hast du schon mal von Familienvater zu Familienvater. Was macht ihr denn eigentlich? Also seid Spieler einfach, oder? Genau, ja. Und ihr habt einen Channel. Ja, genau. Wie heißt der? Team Bubble Tea. Wir haben da noch eine Visitenkarte. Okay. Ja, genau. Das war's mit dem Interview. Ich hoffe, das hat euch gefallen. War sehr ausführlich und interessant, mal in die Sichtweise eines Vaters reinzugehen. Falls ihr das Video kommentieren wollt, bitte schreibt uns eure Meinung dazu, wie ihr dazu steht mit dem Elternteil beim Yu-Gi-Oh! Und vielen Dank. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Ist serious business.